Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem WoW Classic Let's Play hier mit Picolina. Wir sind hier beim Magierlehrer, der eine neue Quest hat für uns. Gespräch mit Bink. Okay, Picolina, Bink, meine Gnomenkollegin in Ironforge, hat sich gemeldet. Sie hat eine Aufgabe zu erledigen und will sich dabei nur auf einen Magier verlassen. Seid ihr eine Magierin, Picolina? Wenn ja, sprecht mit Bink. Sie verbringt ihre Zeit in Ironforge in der Halle der Mysterien im mystischen Krieg. Okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, wir kommen zwar gerade von dort, also ich habe den Ruhestein hier gerade vor 2 Minuten verwendet und muss mich jetzt erstmal wieder auf den langen Weg machen, um dorthin zu kommen, aber das macht nichts. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit auch es endlich geschafft, dass ich mir hier Taschen herstellen kann. Und hier seht ihr es, ich kann Leinentaschen herstellen, das ist so toll. Und ich habe mir jetzt auch gleich für Azumi Taschen hergestellt und natürlich auch hier für Picolina selbst. Ihr seht, ich habe hier jede Menge Platz. Das ist so super. Also ich bin echt happy drüber. Und ich habe auch noch jede Menge... Achso, warte mal. Wenn wir schon hier auf dem langen Fußmarsch sind, könnte ich ja eigentlich hier ein paar Getränke herstellen. Warte mal. Essen... Mein Mana ist zu niedrig. Na. Ja gut, wir laufen einfach weiter. Und mal gucken. Wann wir hier ankommen. Ja, jetzt habe ich wenigstens 10 Getränke. Das ist ja schon mal was wert. Das ist schon einiges wert. So, also ich bin richtig happy, dass ich jetzt hier Taschen machen kann. Und werde auch versuchen, irgendwie hier so ein paar Taschen vielleicht verkaufen zu können. Das wäre eine Überlegung, gell? Aha. Die Frage ist nur, kann ich schon damit Geld machen oder nicht? Oder bin ich schon wieder viel zu spät zum Geld machen? Das kann natürlich auch sein, gell? Ich meine, wenn wir jetzt hier nach Ironforge reinkommen, kann ich mal schnell ins Aha reingucken. Ob mir denn die Leinentasche so im Aha was bringen würde. Nur, ich glaube, mehr als 8 Silber, glaube ich, weniger. Das hat, glaube ich, da hauptsächlich nur dann Sinn, wenn ich das irgendwie so verkaufen kann. Und ich muss mal gucken... Wenn ich jetzt die Tasche so, wenn ich die beim Händler verkaufe, kostet sie mir 2 Silber. Wenn ich jetzt ein paar Mats in die Taschen reingebe, dass ich welche herstellen kann, prinzipiell kann ich ja sagen, entweder du gibst mir Material für 3 Leinenstoffballen. Warte mal, wo ist denn hier? Da ist die Bank. Also ich selber habe genug Leinenstoffballen, genau. Ich lasse den Leuten einfach die Wahl. Achso, nee, warte, das ist Aha. Da wollten wir eh auch hin. Und zwar Leinenstofftasche. Hallo? Hallo? Ich kann das nicht anlegen. Ich weiß, dass du das nicht an... Wieso geht das nicht? Leinenstofftasche. Keine Gegenstände gefunden. Warte mal. Behälter. Reiserucksack. 20 Gold. Bist du der? 23 Gold. Leinenstofftasche. Echt jetzt? Die sind für so wenig drin? Okay. Damit hätte ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, rote Leinentasche. Ja, mit dem hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Kleiner brauner Ball, Gold. Knollbalgsack. Okay, 8-Platztasche. Okay, also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist allerdings zu teuer. Weil ich glaube nämlich für 8 Silber kannst du dir nämlich eine 6-Platz-Tasche kaufen, nämlich auch. Und da wäre das immer hart. Ich meine, gut, okay, es gibt ein paar Leute, die einfach kaufen und nicht nachdenken oder mitdenken. Oder es ist ihnen einfach egal. Das kann natürlich auch sein. Aber ich persönlich sehe das.
Sag mal, gibt es da ein paar, die irgendwie alle gleich heißen? 1S, 2S? Redet mit mir. So, warte mal. Wir hauen hier 3 Stück rein. Mögen eure Reise. Das heißt, ich hätte mal Mats, also zumindest diese Mats. Wo kriege ich denn das jetzt nochmal her? Das kriege ich da. Okay. Da laufen wir jetzt hin. Da, 1S, 2S. Das ist aber eindeutig ein anderer. Ach, das ist ein Anzeigefehler. Okay. Was ist denn da passiert? Wieso wird mir das denn so witzig angezeigt? Warte mal. Reload. Ui, mal gucken, was da jetzt passiert. Ich denke mir nämlich, seit wann kann man denn in seinen Namen hier Zahlen mit einbinden? Das ist, okay, das ist ein Anzeigebug. Bei mir halt. Okay. Pitbull. Jetzt funktioniert das hier natürlich wieder nicht, gell? Ja, Ziel. Passt. Okay, das ist ein Anzeigebug bei mir. Warum auch immer ich diesen habe. Ich weiß es nicht. So, wir sind hier aber immer noch auf dem Weg. Also kann ich hier nochmal ein paar herstellen. So, Gespräch mit Bink. Ich muss jetzt zuerst nochmal zum Schneider hier. Stonebro. Tuchmacherei Stonebro. Lederbaren. Was haben wir hier? Burkis Laden. Burbiks Laden. Keine Ahnung, was der für mich hat. Ist mir aber auch egal gerade. Das ist mir gerade ganz was egal. Geht euch okay, durch den so, Kopf? Wir nehmen einfach mal 10 mit. Ich glaube nämlich. Stapel von 10. Voller Stapel von 20. Okay, 20 gehen auch. Dann werde ich jetzt nochmal 20 kaufen. Ich dachte nämlich nur, dass sie 10-fach stapelbar sind, aber scheinbar doch nicht. So, dann habe ich das mal erledigt. Dann möchte ich ins Mystica-Viertel. Passt. Das heißt, ich habe jetzt Mats drin. Ich kann Taschen verkaufen. Verkaufe Feuerschutztrank. Ich bin mal gespannt, ob mir das überhaupt gelingt, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so der Verkäufertyp. So, Eisgreif. Hallo, Bink. Hey. Gespräch mit Bink. Oh, ich sehe, dass ihr vielversprechend seid. Ja, so ist es. Aber das reicht nicht für einen guten Magier. Wenn man kein guter Magier ist, dann ist man ein schlechter Magier. Und schlechte Magier sind ein Teil des Problems. So ist es. Ups, ich greife mal wieder vor. Eins nach dem anderen. Ah ja. Magistratischer Gitz-Monitor. Wir Magier machen mehr als nur mit den Fingern schnippen und hübsche Funken regen lassen. Wir kontrollieren die Magie, die Grundsubstanz unserer Welt. Das erfordert große Umsicht und Entschlossenheit und Wissen und viel, viel Wissen. Eines meiner Geräte, der magistratische Gitz-Monitor, sammelt und speichert dieses Wissen in Riesenmengen. In riesigen Mengen, Entschuldigung. Aber ich verlor ihn. Als wir aus unserer Heimat Knoberregan flohen, ließ ich ihn in einer Truhe in einer unserer Hütten vor der Stadt und jetzt wimmelt es dort von Lepragnomen. Bitte, Piccolina, findet meinen Gitz-Monitor wieder. Lebt jetzt wohl! Ah ja, okay. Ernsthaft jetzt? Das heißt, ich kann hier jetzt komplett zurücklaufen? Nein! Ist das euer Ernst? Okay, die Folge wird dann wahrscheinlich zu 95% daraus bestehen, dass ich hier rumlaufe. Toll. Naja, was soll's. Dann laufen wir halt mal, gell? Want to buy Essenz der Erde. Aua. Kaufe Essenz des Wassers. Zahle 10 G das Stück. Alter, wo haben die denn das ganze Gold her? Ja, wobei, die machen das ja sicher hier besser mit dem... Aha, als ich. Ich bin ja viel zu doof dafür, Danassus. Bist
du deppert hier, Wimmels? Aber ich verstehe nicht, warum mir das so angezeigt wird. Das sollte ich vielleicht mal googeln. Anzeigebug, WoW. Anzeigebug. WoW, 1S, 2S. Mal gucken, ob Google darunter dann irgendwas findet. Magis. Achso. Magitastischer. Achso, hoppala, ich habe das sowieso falsch ausgesprochen. Magitastischer Kids-Monitor. Ach du Scheiße. So, wo muss ich denn jetzt überhaupt lang dafür? Da hinten hin. Ernsthaft jetzt? Ach Gott. Na gut, wir laufen einfach mal, gell? Laufen, laufen, laufen. So. Ja, wir können eigentlich nichts anderes machen. Naja, ich kann die Taschen eigentlich nur gegen 3 Silber verkaufen, weil viel mehr werden die Low-Level auch nicht haben. Falls ich überhaupt dazu komme. Das ist eben die große Frage. Die Frage aller Fragen. Schaffe ich es überhaupt irgendwie Kohle zu machen? Ich schätze mal, nein. Ich schaffe es persönlich nicht. Wenn ich da jetzt durchlaufe, bin ich, glaube ich, ein bisschen schneller. Na, hier ist alles zugefroren von dem Teich, ja, ja. Alles zugefroren, aber ich komme hier durch. Also ich bin jetzt gerade immer noch so richtig happy, dass ich das hier geschafft habe. Ich habe zwar nicht alle Rezepte jetzt gelernt hier, wie man sieht, das sind eigentlich viel zu wenige. Für diejenigen, die sich zumindest auskennen hier. Es sind viel zu wenig. Nein, ein Umhang. Viel zu wenig Rezepte, die da drin sind, aber ich habe eigentlich nur darauf abgezielt, dass ich mal diese blöden Leinentaschen bekomme und obwohl ich... Nee, warte mal. Nee, ich hatte hier eigentlich viel früher angefangen. Ja, weil mein bereits Level 20 Schurke, den ich so privat hier und da mal spiele, der hatte einiges an Stoff. Wie man gesehen hat, ich habe momentan einiges an Leinenstoffballen auf dem Bankfach. Und ja, das ist das noch, was mir auf der Hordenseite fehlt. Leinenstoff, ich brauche viel mehr Leinenstoff, weil da habe ich keinen Level 20 Char, der bis dahin schon farmen konnte. Im Gegenteil, da habe ich eigentlich eher nur gleich hochleverige. Okay, also wir sind gleich da. Das Problem ist nur, wir haben keinen Ruhestein dahingesetzt. Das ist blöd. Das ist suboptimal. So, warte mal hier. Das ist eine Hütte. Ja, okay. Also dann, na, das passt schon so. Genau, ich habe ja gelernt auch schon. Ja. So, du stirbst erstmal. Dann kriegen wir wieder Leinenstoff. Ja. Leinenstoff. Okay, da gibt mir keinen Leinenstoff. Das macht aber nichts. Lepragnom, Lepragnom. Gibt es hier irgendeinen Rare? Nein, Lepragnom, Lepragnom. Nee, Rare gibt es leider keinen, den ich töten könnte hier, damit es hier ein bisschen interessanter wird. So. Aua. Muss ich da hoch? Nein, muss ich nicht. Alter! Dieser Zauber ist noch nicht bereit.
Oh, echt jetzt? Ich muss einfach nur das hier. Oh je, schaffe ich das? Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Na bitte. Hier, du gibst mir Kohle, du gibst mir Kohle und dann esse ich erstmal was. Ah, damit ich hier wieder... Genau, damit ich hier wieder zu Kräften komme. Und dann kann ich hier Binks Werkzeugkasten aufmachen. Der anscheinend, was heißt, wir sind am Stehen. Dann knie ich mich erst wieder hin. So, Gitz-Monitor. Also, wir haben das Gerät eingesammelt. Mit dem angeblich die ganzen das ganze magische Wissen eingefangen, aufgezeichnet, wie auch immer wird. Und das bringen wir jetzt wieder zurück. In der Zwischenzeit schaue ich mal, ob hier vielleicht irgendein Rare wieder da ist. Wie zum Beispiel... Oh. Nee, warte mal. Lass mich mal in Ruhe. Winterwolf. Winterwolf, Winterwolf. Nee. Schaut nicht danach aus. Okay, können wir nichts machen. Macht aber auch nichts. Also wir können nichts machen und es macht auch nichts. Das ist vollkommen legitim, dass die Dinger nicht da sind. Also machen wir uns einfach weiterhin auf den Weg, dass wir wieder nach Ironforge kommen. Ich freue mich dann schon, wenn ich hier in die Richtung komme. Da freue ich mich schon drauf. Na, dann habe ich wieder Sachen zu tun. Rudra. Amberszettel. Ja, da müsste ich eigentlich zuerst hier runter und dann erst den da machen. Ist das blöd. Ist das blöd. Warte mal, wir kommen hier nicht weiter. Komme ich hier generell nicht weiter? Ich muss mich ab und zu erstmal ein bisschen orientieren. Ein bisschen orientieren. Ausgaben pro Stunde. 14 sind... Was? So viel? Hä? Anfängliches Gold? Ausgegeben in dieser Sitzung. 2 Silber. Ich habe doch gar nicht so viel ausgegeben. Ich meine, 2 Silber habe ich schon ausgegeben. Plus den bisschen Quagel dazu. Aber eigentlich... Naja. So, dann kannte ich noch... Nidhögger. Okay, der hat seine eigene Gilde gleich genannt wie... Wie den Charakter, auch nicht schlecht. So, ich könnte jetzt meinem Paladin, meinem Krieger und... meinem Priester... Hä, habe ich mir hier gar keinen Hexer erstellt? Ah, nee, ich glaube, ich war mit dem bloß noch nicht online. Drum sehe ich den nicht, aber ich glaube, ich habe mir schon einen Hexer erstellt. Der heißt nämlich gleich wie auf der Hordenseite. Also hier in diesem Let's Play kann es natürlich gut vorkommen. Also, ich sag mal so, alle meine Classic, WoW Classic Let's Plays gehören im Endeffekt zusammen. Und da muss ich dann, da kann es natürlich gut sein, dass der ein oder andere Char gleich heißt wie auf der Hordenseite, beziehungsweise umgekehrt, weil ich wollte mir eigentlich nicht so viele großartige Gedanken machen, dass ich jetzt wirklich jedem Charakter extra wirklich einen extra Namen gebe und so und. Nee. Das war mir zu aufwendig. Da habe ich mir gedacht, mache ich es mal so wie einige andere Leute und benenne einfach jeden Charakter gleich. Also jede Klasse, Rasse irgendwie gleich. Und ja. Alter, wieso werden mir so viele so angezeigt? Verstehe ich nicht.
Verstehe ich absolut nicht. So, jetzt hätte ich gerne blinzeln, damit ich ein bisschen schneller vorwärts komme, aber das gibt's noch nicht, ne? Und ich glaube, ich nehme hier gerade einen voll langen Weg. Toll! Jetzt laufe ich eh schon hier die ganzen Folge nur rum und mache den Weg noch länger, als es eigentlich sein müsste. Ausgezeichnet. Das hast du gut gemacht. Naja. So, Mystiker Viertel. Saftige Früchte zu verkaufen. Ja. So, hallo Bink, hier hast du deinen Gegenstand. Hi, wie geht's? Hier, habt ihr meinen Gitz-Monitor gefunden? Ich muss ihn haben, ehe sein Energievorrat aufgebraucht ist. Hier, bitteschön. Na großartig, als ich meinen Gitz-Monitor herstellte, hatte ich keine Ahnung, wie abhängig ich einmal davon werden würde. Jetzt kann ich mit meinen Studien von vorn beginnen. Danke, Piccolina. Und hier, das waren meine allerersten Magierwerkzeuge. Sie sind ein wenig zerkratzt, haben sich aber immer bewährt. Sucht euch eines davon aus. Ich bin sicher, ihr werdet es nützlich finden. Was haben wir denn da? Einmal Schildhand, benutzt und stellt. Oh. Oh, das wäre cool. Aber hier haben wir Int und Villa. Das passt schon. Wohl an denn. Also, wir nehmen den Stab. Das passt dann schon. Wohl an denn. Jo. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da geht es hoffentlich ein bisschen, da gibt es ein bisschen mehr zur Sache wie Quisten. Gut, bis dahin erstmal. Ciao, ciao.